Wir sind auf einer Geburtstagsparty. Auf so einer Party wird viel geredet. Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Rede. Auf der einen Seite haben wir die direkte Rede, also das, was euch jemand direkt erzählt, so wie das Mädchen hier. I kept walking and just ignored them. Auf der anderen Seite haben wir die indirekte Rede, also wenn wir berichten, was jemand gesagt oder erzählt hat. And then Sam said that she laughed at him. Die indirekte Rede erkennen wir am einleitenden Verb said und am that, das oft die indirekte Rede einleitet. Die indirekte Rede wird benutzt, um zu berichten, was gesagt, geschrieben oder gedacht wurde. Es gibt zwei Varianten der indirekten Rede. Bei der ersten Variante steht das einleitende Verb im Simple Present oder im Present Progressive. Bei der zweiten Variante steht das einleitende Verb im Simple Past. Für diesen Satz in der indirekten Rede wird das einleitende Verb say benutzt. Andere einleitende Verben sind zum Beispiel tell, believe, mention und mean. Betrachten wir zunächst den ersten Fall und kehren auf die Party zurück. I like the music here. What's he saying? He says that he likes the music here. Da Raj nicht verstanden wurde, hat Jolene die indirekte Rede verwendet, indem sie die Aussage wiederholt hat mit that. Das einleitende Verb steht im Simple Present, says. Daher bleibt die Zeitform aller Verben gleich. Wie auch im Deutschen werden hierbei nur die Personalpronomen verändert. Die indirekte Rede kann ebenfalls verwendet werden, wenn die wiedergegebene Situation schon länger her ist. Das einleitende Verb steht in diesem Fall im Simple Past. Jolene hat mittlerweile die Party verlassen und ist zu Hause. Sie erzählt ihren Eltern von der Party. Raj said that he liked the music there. Das einleitende Verb steht diesmal in der Vergangenheit. Said. Daher muss auch hier die Zeitform um eine Stufe nach hinten verschoben werden. Wir verwenden also den sogenannten Backshift of Tenses. Aus Simple Present wird Simple Past, also wird aus like, liked. Die Pronomen müssen wie beim ersten Fall verändert werden. Wie bereits in dem Beispiel mit Raj und Jolene gezeigt, müssen neben den Personalpronomen auch hier die Adverbialen des Ortes verändert werden. Here wird zu there. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du in der englischen Grammatik für die Mittel- und Oberstufe.